Hallo und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Try. Und anscheinend haben viele Leute hier irgendwas zu sagen. Und das wollen wir doch uns direkt mal antun, nicht? Hallo Jäger, Yoko Kita. Du jage gut, wir handeln gut, ja? Aber ich sehe nichts. Du kommst gerade rechtzeitig. Brieftaube brachte gutes Nachrichten. Alter, es ist jägerreich. Von ihren Handelswaren wirst du für Jagd bestimmt Profit. Kakuyitsu. Problem, andere Länder wollen mit dir handeln, also müssen wir Kaikaku machen. Also planen. Willst du über Auswahl von Ziele und die Dauer von Reise erfahren? Boah, nee, oder? Das wollen wir uns doch nicht anhören. Regel 1. Handelswaren unterscheidet je nach Anlaufhafen von Agosi. Achte auf Handelswarenliste, wenn du Länder wählst, die wir besuche. Deine Verantwortung. Regel 2. Wenn Agosi an mehr als ein Hafen hält, längere Zeit. Du hast Wahl. Lange Fahrt mit vielen Handelswaren oder kurze Fahrt mit wenig Handelswaren. Seewind rufen, bla bla. Wollen wir nicht. Scheißegal. Wir haben hier nix. Gar nix. Du sollst beides besuchen. Passt so. Ist hier irgendwas, was ich gebrauchen kann? Das scheint mir irgendwie nicht so. Nee. Nicht wirklich. Bei den Raritäten kann ich hier noch nichts holen. So, der Schmied will mit uns reden. Himmel noch eins. Jetzt sieh dir an, wie sie dieses Dingsbums. Hm? Jäger, du kommst gerade richtig. Sieh los mal, was ich dem Kapitän der Agosi abgenommen habe. Pläne für eine neue Waffe. Je nach Kampfverlauf kannst du sie als Riesenaxt benutzen oder in ein leichter zu schwingendes Schwert verwandeln. Und das ohne die Steifheit oder das Gleichgewicht der Waffe zu stören. Cool. Eine Morph-Axt nennen sie das. Faszinierend, und ich sehe nur einen Nachteil. Es ist mir nicht zuerst eingefallen. Hm. Tja, dann bringen wir mal die Materialien, damit ich eine schmieden kann. Alles klar. Kann man hier dann schmieden, aber da brauchen wir noch einige komische Sachen, die ich dann wahrscheinlich zur nächsten Folge sammeln werde. Also ganz einfach, um euch die zu zeigen. Die... hier, um euch die Morphax zu zeigen, und machen wir erstmal ein paar Rohstoffe und können noch direkt neue Insektenbox anschaffen. Tun. So, was hat die denn so für uns? Nix. Ja, komm, schick die mal los zu den dunklen Gewässern. Passt schon so. Komm, geh mal los, Bursche. So, welche Quest wollen wir machen? Ich denke, wir machen ein Spiel mit dem Feuer. Er jagt einen Kurupeko, unser zweiter Bossfight. Oder? Ist das unser zweiter Bossfight? Wir hatten bisher nur den Großjagi, oder? Ja, wir hatten nur den Großjagi bisher. Und da der Kurupeko ja auch der zweite Bossgegner ist, ist das wohl alles richtig. Ach ja, wie schön. Spiel mit dem Feuer, Baby. Die Musik hängt etwas zu weit vorne. Nein, ich wollte nicht... Ich wollte nicht angreifen. Ich wollte die Sachen hier rausnehmen. So. Dungbombe. Also, ich kann mit Scheiße werfen. Offensichtlich. Das ist ganz toll. Und Kaltgetränke brauche ich. Da es Tag hier ist. So, bevor wir uns auf den Weg machen, eine Ration einschmeißen. Maximale Ausdauer. Go, go. Gebiet 7. Und der Kurupeko ist nicht hier. Ich weiß, dass ich zu einem Gebiet laufen muss, wo dann ein Cutscene kommt, weil es ist halt das erste Mal, dass ich den Kurupeko sehe. In diesem Spielstand zumindest. Und ja. Gucken wir mal rum. Hier ist er auch nicht. Okay. Vielleicht in Gebiet 8 oder so. Ja, gucken wir mal in Gebiet 8 hier. So. Oh, das scheint richtig zu sein. Jetzt regt mich auf, dass jetzt der Sound nachhängt. Oder beziehungsweise das Bild nachhängt bei mir. Hä? Wir kämpfen noch. Ah, da haben wir ihn doch. Schön. Eine wunderschöne Kreatur, die mich manchmal ganz schön abfacken kann, um ehrlich zu sein.
da sie den Großjagi rufen kann. Der Kurupeku kann nämlich alle Stimmen nachahmen von allen Monstern. Und ja, ich muss niesen, glaube ich. Ach verdammt. Ich glaube, ich mache das Mikro vorher aus, wenn ich es schaffe. Na, komm schon. Das hängt in der Nase. Ach, nee, will nicht. Es will nicht. Und der Kurupeku ist nicht hier, obwohl er offensichtlicherweise hier hingeflogen ist. Genius-Spiel. Gucken wir mal bei 9. Vielleicht ist der Kurupeku jetzt zu 9 geflogen. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Ne, hier scheint er aber auch nicht zu sein. Das ist ein dummes Spiel. Nein, Spaß, aber der Kurupeku ist hier hingeflogen. Na, mit dem Großjagi wollen wir ehrlich gesagt nicht spielen. Das schminken wir uns mal schön ab, du. Und das ist jetzt so mehr die letzte auf. Ich sollte wirklich aufhören zu sprinten. Dankeschön. Also das ist die letzte Aufnahme von eines Spieltages. Sag ich jetzt mal so. Das ist der Kurupeku. Weil es sind mehrere Aufnahmen, die ich während eines ganzen Tages auch gemacht habe. Wo mir der Fernseher da zur Verfügung stand. Bäm! Boah, das war voll ausgenockt. Bäm, bäm. Na, daneben. Der kann ganz schön ätzend werden. Weil er echt viel gepanzert ist. Der Kurupeku. Und bei mir auf den Ohren ist es ganz schön laut. Schön leiser machen eben. Da muss ich auch nicht so brüllen. Hilfe. Los, Chacha, tanz für mich. Tanz für mich. Oh, das hat mir aber nichts gebracht. Wah! Hilfe. Nicht mich abschießen. Komm schon, ich will da durch. Jawohl. Ja, bäm. Na, das hat nichts gebracht. Irgendwie interessiert er sich gar nicht für mich. Komm, Schaden. Man kriegt voll schlecht Hits durch. Das ist das einzig Dumme bei dem Kurupeku. Aua. Aber so kann ich ihn wenigstens treffen. Oh nein. Er ruft jetzt doch nicht... Nein, er ruft den Großjagi. Schnell töte... verdammt. Autsch. Fuck, der hat mich in eine andere Gegend geschleudert. Okay. Das war nicht nett. Paar Kräuter schlucken erstmal. Und der Feuerangriff von dem Kurupeku ist echt stark. Das muss man ganz einfach mal zugeben. Bäm. 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 Nicht dich heilen. Fuck you. Aber hat er, glaube ich, nicht gemacht. Jo, genau, nochmal. Tu es nochmal. Fucking shit, ey. Nein, 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 nein. Nein. Komische Debuffs, die mich aufregen. Alter, das Vieh geht mir gerade auf die Nerven. Nein, nein, das Vieh will sich heilen. Ich krieg's nicht gebacken. Oh, der Großjagi. Fuck you too. Jetzt habe ich hier zwei Bosse auf einmal hier rumstehen. Nein, nein, nein. Nein. Jawohl, er hat mich geheilt. Bäm, Junge, bäm. Anscheinend hat er was gedroppt, was ich haben will. Ich glaube aber nicht, dass ich da rankommen werde. Wir versuchen es einmal. Komm, 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 komm.
Yay, Koropeko-Schuppe. Und er will wieder. Zack, jetzt hat er es geschafft. Das will ich nicht. Warum kämpfen wir eigentlich hier in der Ecke? Das ist doch lästig. Lästig ist das. Ah, heil mich! Verdammt. Jetzt hat er sich um den Großjagi geheilt. Das tat weh, Großjagi. Das tat echt weh. Wow. Naja, jetzt kann ich mich wenigstens heilen und wetzen. In Ruhe. Ruhe zu Ruhe vor dem erneuten Sturm. Und weiter geht's. Du kriegst mich nicht. Ich werde nach der Koropeko-Quest oder beziehungsweise zur nächsten Aufnahme. Komm schon. Oh, da hat sich nicht geheilt. Gut. Ich werde wahrscheinlich zu der nächsten Aufnahme ein bisschen Koropeko und Großjagi farmen. Und den ganzen Schmarrn, um einfach aufzustocken, was meine Ausrüstung angeht. Weil ich habe jetzt zwar die Yagi-Rüstung komplett, aber ich will auch die Koropeko-Rüstung haben und diverse andere Waffen noch, die ich vom Großjagi und vom Koropeko haben kann. Und natürlich die Morph-Axt. Ich habe also viel zu tun und das, da ich das nicht alles auch on-screen machen will, habe ich vor der nächsten Aufnahme schon zu tun. Das zeige ich euch dann aber natürlich alles, was ich achieved habe. Oh, schnell weg hier. Nein. Oh. Diese Feuerangriffe, mit den Feuerangriffen ist echt nicht zu spaßen. Und ich weiß auch nicht, warum ich eigentlich mit dem Zweihandschwert rumrenne. Gefällt mir so gar nicht. Und bam! Oh, der Großjagi, ne? Der nervt. Der nervt so ungeheuerlich. Naja. Ich glaube, Feuer ist gut gegen den Großjagi. Der will mich nicht waffen. Scheiß Vieh. Der muss halt umfallen. Bam! Komm nicht durch die Armor durch, Armor durch, Armor durch. Aua! Wohin fliegt das Vieh? Zugebiet Nummer 3. Da sind wir mit dabei. Werden wir mal schnell hinjuckeln. Zu dem Ort unseres Vertrauens. Dem Gebiet Nummer 3. Hallo. Schön ruhig bisher. Okay, jetzt nicht mehr. Bäm. Alter. Mit Schwert und Schild käme ich hier besser klar. Nein, du rufst ihn nicht. Ja, auf den Großjagi zu rufen. Verdammt. Alter, der wollte mich gerade hauen. Der wollte mich gerade hauen. Und ich kann nichts machen. Das ist wahnsinnig toll. Wie erstmal mit Wetzen. So. Wetzen. Aua. Vielleicht auch doch nicht wetzen. Wow, Hilfe. Chacha ist wütend. Und der Koropeko macht seine komischen. What the fuck, dude? Ich sollte mich heilen. Definitiv. What the fuck, Alter. Ist okay, Chacha, du brauchst nicht wütend sein. Jetzt heil dich verdammt nochmal. So. Alter. What a mess. Hab ich noch irgendwas zum Heilen?
Natürlich nicht. Da müssen wir halt wetzen und mit dem restlichen Leben klarkommen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, aber wir warten noch, bis Cha-Cha fertig getanzt hat hier. Na, komm. Ja, der Kuropeka kommt auch hier hin. Und Cha-Cha hat mich ein wenig geheilt. Das ist super. Super. Gut gemacht, Cha-Cha. Echt geil. Und das meine ich nicht so ironisch, wie es sich vielleicht angehört hat. Komm schon. Bam. Das kriegen wir hin. Oh, wir haben die Klabusterbären vorher davor abgehauen. Klabusterbären. Nein, heil mich! Heil mich! Fucking shitting. Shit, shit, ding. Oh, der wollte mich wieder mit dem Feuer attackieren. Oh, jetzt macht das sogar. Okay. Gut. Weiter draufhauen. Obwohl es gar keinen Schaden macht. Oh, es hat actually Schaden gemacht. Warum sag ich actually? Weil der große Yagi wieder da ist. Deswegen. Nicht weg. Nicht wegfliegen. Ich leg schon mal den Farbball an, dass der hier nicht mehr lange halten müsste. Weil wenn ich den Farbball nicht mehr habe und den Kuropeko da noch nicht mehr finde, das könnte echt scheiße werden. So, da ist der Farbball nämlich ausgelaufen. Und zum Glück sehen wir den Kuropeko noch. Das wäre sonst bitter. Bitter wäre das. Und drauf. Oh, er hat nicht mehr viel Leben. Will er etwa schon wieder wegfliegen? Nein, will er nicht. Er will mir lieber wehtun. Das lasse ich nicht auf mir sitzen, Bro. Da habe ich getroffen. Oh, das kriegst du nicht. Das kriegst du nicht. Bam. Ja, da habe ich den Verteidigungsbuff gekriegt. Nice. So läuft das aber nicht hier. Bam. Bam. Der muss langsam mal drauf gehen. Langsam, aber sicher. Komm, 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 komm. Bam! Letzter Schlag auf den Kopf drauf. Oh yeah. Erstmal ein bisschen Teabaggen hier. Gucken wir mal, was er so Schönes bei sich hat. Kuropeko Feder. Kuropeko Feder. Kuropeko Schuppe. Okay. Das wird mir bestimmt helfen bei meiner Ausrüstung. Bei meiner Kuropeko-Ausrüstung. Ich höre den Großjagi. Hi, Großjagi. Darf ich dich auch noch töten, bevor die Zeit abläuft? Bam! Aber ich glaube nicht mehr. Ne, ist jetzt vorbei. Ich liebe das. So, was kriegen wir denn so Schönes? Lebhafte Feder. Kuropeko-Federn. Nur Federn. Ja, natürlich, der neue Rekord, da das der erste in diesem Let's Play war. Wow. Einfach nur wow. Wahrscheinlich haben wieder eine Menge Leute was zu sagen und ich komme wieder mit dem Gesprochenen nicht hinterher, da ich, während ich das spiele, viel zu schnell drücke. Ja, Cha-Cha hat was zu sagen. Gucken wir mal. Opa, opa, Idee für neue Maske kommt, lacker schnell in Cha-Chas Kopf wie flammender Komet, bla bla, ist Maske mit Zottelohren, wuschel, wuschel zum Liebliebhaben. Cha-Cha lässt Pläne bei Chuckit vom Dorfchef Junior, schon gesehen? Irgendwas. Affinitätsstärke und Windbrecher gelernt. Affinität entfesselt mächtige Angriffe, wenn er auf seiner Maske Beleidigungen sieht.
Ein Siegel, das kein Wind erschüttern kann. Tanze zu deiner Trommel, Chacha. Ich denke, wir werden die, ja genau, die Affinitätsstärke reinbringen. Da wäre das total cooles. Gute Arbeit, diese Kurupeko-Jagd. Ich hab dir beim Rumsitzen und Naschen oder so, keine Ahnung. Was? Du willst wissen, wie... Boah, Alter, dir entgeht wohl nichts. Also, da du fragst, wir bekamen gerade einen Auftrag vom Kapitän der Jagdflotte. Sie buchen dich für die Jagd auf ihren Erzrivalen, den Königsblutrot. Mit den Materialien reparieren sie ihr Schiff. Ich hab die Naschereien für die Annahme, was? Der Quest bekommen. Ich hab sie, bla bla bla. Oder? Natürlich nicht. Also, bevor du dich auf die Jagd nach dem König Ludros begibst, sollst du mit dem Flottenkapitän sprechen. Er ist ein Experte für alle Wasserwesen, den König Ludros eingeschlossen. Viel Glück, ich bleibe hier und nasche. Gar nichts, weil nichts mehr übrig ist. Du bist eine ganz doofe. Und wir können jetzt einen König Ludros erjagen, aber das ist total dumm. Hey, ja, hey Jäger, in letzter Zeit hat man seltsame Schreie aus dem Mogawald gehört. Ich wette, das waren Kurupeko-Rufe. Vielleicht hat sich diese Bestie irgendwo ein Nest gebaut. Du könntest im Wald also auf Kurupekos treffen. Bla bla. Du kannst auf Junior zählen, auf mich, wenn du Informationen brauchst. Hör dir die Moga-Prognosen an. Und dein Freund Chacha hat eine Bitte eingereicht. Schau mal, was es ist. Das ist die komische neue Box, Gemüsemaske, meine ich natürlich, die uns vorschlagen will. Dafür brauche ich aber Samthaut, die ich nicht habe. Naja, was hat er noch zu sagen? Sag mal, Jungspund, über deine Jagdglück spricht man im ganzen Dorf. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich dich über Dekoration aufkläre. Hast du bemerkt, dass deine Ausrüstung leere Löcher hat, sogenannte Slots, um es kurz zu machen? Diese Slots sind für Dekoration gedacht. Dekoration bringt Fähigkeitspunkte, bla 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 bla. Erkläre ich euch alles später. Das kenne ich jetzt von dem, egal. Ihr könnt euch das durchlesen. Aber ich erkläre euch das später eh nochmal, da mir das jetzt viel zu stressig ist. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann die Level 3 Quests, die Sternen 3 Quests machen, die wir noch so haben. Ja, hier sieht man ein paar Dekorationen, aber die brauchen wir jetzt nicht, deswegen egal. Nächstes Mal werden wir auf jeden Fall die Dekorationen, die Stufe 3 Quests machen. Und nicht den Königsblutrot. Da er viel zu schwer ist. Noch bisher, auf jeden Fall mit der Rüstung, die wir haben. Und ja, mal gucken, wann wir den dann machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Haut rein, Leute!